Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit, als Jesus mit den Leuten redete, standen seine Mutter und seine Brüder vor dem Haus und wollten mit ihm sprechen. Da sagte jemand zu ihm: Deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir sprechen. Dem, der ihm das gesagt hatte, erwiderte er: Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte die Hand über seine Jünger aus und sagte: Das hier sind meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen meines himmlischen Vaters erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Denn wer den Willen meines himmlischen Vaters erfüllt, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Was meint Jesus damit? Was ist der Wille des Vaters? Der Wille des Vaters für Jesus ist, zuerst könnte man sagen, naja, es wird den Willen Gottes tun, die Gebote halten, nicht sündigen, unsere Arbeit brav leisten, anständige Leute sind, nichts Schlechtes tun, Sonntag in die Kirche gehen. Aber eigentlich meint Jesus darüber hinausgehend noch etwas. Es geht um die Teilnahme an seiner Sendung. Warum ist Jesus vom Vater in die Welt gesandt worden? Um das Reich Gottes auszubreiten, den Heiligen Geist zu verbreiten, das Wirken Gottes durch den Glauben der Christen wirksam werden zu lassen. Diese neue Wirklichkeit, die mit seiner Menschwerdung in die Welt eintritt und die sich entfaltet, je nachdem, wie wir Gemeinschaft mit dem Herrn haben. Diese Dynamik, dieser Prozess, dieses Bestreben ist das, was Jesus im Besonderen meint mit dem Willen des Vaters. Es ist sein ureigenstes Erkennen, was der Wille des Vaters ist. Und Jesus sucht Menschen, die an seiner Sendung teilnehmen, denen das ein Anliegen ist, wozu es ihn drängt, das Reich Gottes auszubreiten. Und hier, so habe ich den Eindruck, sind viele Christen viel zu statisch. Für sie ist der Wille Gottes eben, alles in Ordnung zu machen. Da spricht auch nichts dagegen und das soll auch so sein. Das ist sozusagen die Basis dafür. So ähnlich wie wenn man das sich vorstellt, eine Senderantenne, die braucht ein ordentliches Betonfundament, damit es nicht umfällt. Das wäre sozusagen das Fundament. Aber seinen eigentlichen Sinn hat es nicht darin, dass es gut betoniert ist, sondern dass es die Sendeantenne trägt, die hoch in den Himmel ragt und die ganze Welt mit dem Evangelium des Herrn erfüllt. Und hier sollen wir uns nicht verweigern. Wir sollen nicht sagen, naja, Herr Gott, das überlassen wir den Profis. Ich weiß nicht, wer die Profis sind. Ich bin es auf jeden Fall nicht, so viel steht fest. Also geht mir das Ganze jetzt einmal nichts an, nur für das Beten, so viel ich kann, aber das andere bitte sucht einen anderen.
oder irgendwie anders halt. Auf jeden Fall andere Argumente, da gibt es viele, ich will das gar nicht so jetzt so breit treten. Was ich hinaus will, ist, dass jeder Einzelne gerufen ist, sich diesem Drängen des Herrn zu öffnen und sich mitziehen zu lassen. Welchen Platz wir dann von ihm zugewiesen bekommen im Organismus des Leibes Christi, das ist unterschiedlich. Das kann sehr überraschend sein, Dinge, mit denen man überhaupt nicht rechnet. Ich weiß gerade eben von Menschen, die Berufung zu einem sehr kontemplativen Leben haben, zum Beispiel die Mutter Angelika, dass durch sie der weltweit größte Sender entstanden ist. Clarissi. Ja. Oder eben auch der Clemens Stock, der mit seinem Skapulier die Welt erobert hat. So kann man wirklich sagen. Wenn wir uns wirklich auf den Herrn einlassen und sich verfügen lassen an seiner Mission, dann werden wir erst wirklich die Größe der Herrlichkeit Gottes erleben. Was unser Gott alles kann. Wenn du mit dem Auto nur den ersten Gang fährst und glaubst, naja, was ist denn das für ein Schissel? Okay, das fährt ja nicht schnell. Wenn man ein paar Gänge hinaufschaltet, dann geht es schon schneller dahin. Und so ist auch hier die Reaktion des Herrn zu verstehen, wenn er antwortet, wer sind meine Mutter und meine Brüder? Es ist kein Affront gegen die Familie, sondern nur, er will dieses Missverständnis aufheben und sagen, hallo, da geht es jetzt um was anderes. Es geht nicht darum, dass wir da uns beim Kaffee zusammensetzen mit der Verwandtschaft. Es geht ums Reich Gottes, dazu bin ich gesandt. Nicht, dass wir miteinander gemütlich haben, beim Pfarrkaffee oder sonst irgendwo, sondern wir sind hier Ladestation für jeden Einzelnen von euch, der ein Missionar sein sollte, in seiner Weise. Und jeden Tag im Gebet darum ringen, welche Wege er diesbezüglich gehen sollte. Und weil er weiß, auch hier ist die Mutter voran. In seiner Menschwerdung, aber auch, wenn die Apostel der Gottesmutter im Abendmahlsaal um den Heiligen Geist beten. Bitten wir die Gottesmutter. Suchen wir das Gebet, damit wir in der Kraft des Gebetes voll gesogen werden können vom Heiligen Geist, damit er in uns und durch uns wirkt. Amen. Vergelt's Gott.